Und bin stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe des Deutschen Bundestags. Ich bin sehr gerne hierher gekommen, weil ich der Meinung bin, die Arbeit, die hier stattfindet, nicht nur Musik, nicht nur Tanzen, nicht nur Essen, das ist alles sehr schön, aber ich finde es besonders wichtig, der Austausch, der hier stattfindet, wenn man sich anschaut, wer da alle da ist, von ganz klein bis ganz alt, habe einige ältere Leute gesehen auch. Und wir haben Menschen hier auf diesem Platz aus fast allen Herrenländern dieser Welt, Asien, Afrika, Orient und viele, viele Deutsche, die da sind. Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass solche Austausche stattfinden. Ich habe zwei Gedanken, die ich mit Ihnen gerne teilen möchte, für diese kleine Grußwort. Das eine ist das Thema Bildung, die mir sehr, sehr wichtig ist, denn ich bin der Meinung, wenn es uns gelingt, die Teilhabe der Menschen, die in diesem Land sind, zu unterstützen, aber insbesondere, wenn es uns gelingt, die Kinder, die hier sind, wenn sie die Möglichkeit nutzen, an Bildungselemente teilzunehmen, erfolgreich in Bildung zu sein, dann ist das für uns alle auch eine ganz, ganz wichtige Sache für unsere Zukunft. Das ist, was für mich wichtig ist, wenn solche Themen auch im Austausch eine Rolle spielen, an welchen Stellen können Unterstützung geleistet werden, dass unsere Kinder erfolgreiche Bildung absolvieren. Das wäre ein guter Beitrag. Zweiter Gedanke, den ich gerne mit Ihnen teilen möchte, ist das Thema Teilhabe, das Thema Engagement. Wir wissen, dass viele, viele sind in Organisationen engagiert. Mir ist es wichtig, wenn es uns gelingt, in den Organisationen der Mehrheitsgesellschaft, in Sportvereinen, bei Feuerwehr, bei THW und anderen, bei Wohlfahrtsverbänden, dass wir uns auch dort mit engagieren. Denn dort können wir sehr viel lernen von dieser Gesellschaft. Wir können viel mehr in Kontakt mit der Mehrheitsgesellschaft, als wenn wir nur in unseren eigenen Organisationen sind. Die Organisatoren des heutigen Tages haben ein sehr gutes Beispiel gezeigt. Sie sind in eine deutsche christliche Gemeinde engagiert, wurde mir gesagt. Und das ist der beste Weg zur Integration, zur Teilhabe. Ich möchte ermutigen, in dieser Richtung auf die Deutschen zuzugehen, auf den Organisationen zuzugehen, nicht nur in Elternvereinen, nicht nur in den Elternvertretungen in Kita und Schule. Die sind sehr, sehr wichtig, darüber hinaus in den Sportvereinen und Verbänden. Das wäre die Botschaft, die ich mitgebracht habe, über die ich mit Ihnen auch am Rande austauschen möchte. Ich würde mir wünschen, wenn wir gemeinsam diese Gesellschaft gestalten, denn wir dürfen nicht zulassen, dass es über uns geredet wird. Wir müssen dafür sorgen, dass auch mit uns geredet wird, wenn Entscheidungen getroffen werden. Wenn Entscheidungen getroffen werden, müssen wir dabei sein. Wir möchten mitreden. Wir möchten die Entscheidungen, die diese Gesellschaft gestalten, zu friedlichem Zusammenleben, dazu möchten wir auch beitragen. Aber das können wir nur tun, wenn wir mit der Mehrheitsgesellschaft gemeinsam das machen. In diesem Sinne wünsche ich uns hier eine wunderschöne Veranstaltung, schöner Austausch und ein sehr, sehr gutes Gelingen für den heutigen Tag. Danke nochmal, dass ich eingeladen bin. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön.